Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Collection-Update. Und ja, wir haben wieder ein bisschen was gesammelt bzw. ein paar Quests gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar hatten wir das letzte Mal hier noch gefehlt 152 Items, was 99,73% entspricht. Und jetzt sind wir 10 Items besser bei 142 Items, was 99,75% entspricht. Und ihr seht, in der Woche 10 Items ist jetzt nicht viel, aber ihr müsst immer bedenken, es sind jetzt halt so die letzten paar Sachen und da wird es halt leider immer zeitaufwendiger. Was haben wir gefarmt? Hier bei den unteren Sachen hat sich jetzt wie die letzten Wochen nicht viel geändert. Das sind auch viele Sachen, die ich teilweise, wenn dann im Moment, nicht machen kann, weil sie Pre-Event oder von irgendwelchen Festtagen abhängig sind. Aber wo sich ein bisschen was getan hat, ist hier oben. Und zwar ist erstmal ein Item dazugekommen. Ich hatte ja noch ein BOE gehabt, und zwar diese Stiftung der verlorenen Zeitalter. Jetzt habe ich das Update geladen von All the Things und jetzt ist denen irgendwie noch aufgefallen, dass da noch ein zweites fehlt und das ist auch ein BOE-Item aus dem Scharlachroten Kloster und ja, das kostet halt auch, ich habe mal nachgeguckt, ne? Also hier für die Stiftungen zahlst du halt auch so im Durchschnitt 1 bis 2 Millionen Gold und das liegt etwa ebenso teuer, ne? Und ich vermute mal, wenn das so teuer im Schnitt ist, dann wird das wahrscheinlich ähnliche Drop-Chance haben, also minus 10.000. Und ja, also da wird es wahrscheinlich dann nochmal teurer, dort hinzukommen. So, wir gucken uns jetzt aber mal die Sachen an, die ich bekommen habe. Und zwar, mir hatten ja letzte Woche noch gefehlt der Maidkolben, den brauche ich leider immer noch. Und was mir noch gefehlt hatte, ist hier 3 BOE-Items aus dem Emerald Nightmare, aus dem smaragdgrünen Traum. Und die droppen halt richtig beschissen. Jetzt seht ihr, fehlen mir nur noch die Mythic-Hände. Und ich habe jetzt eigentlich so die letzte Woche die meiste Zeit drauf verwendet, hier im Emerald Nightmare die verschiedenen Schwierigkeitsgrade zu farmen. Heißt, ich habe den ersten Boss gekillt und habe dann immer den Trash in der kompletten Instanz abgefarmt. Ne? Also vor allen Bossen kann man ja dann den Trash abfarmen. Dann muss man eine halbe Stunde aus der Instanz raus. Und dann respawnt der Trash wieder. Heißt, ich bin hingegangen, habe HC gemacht, den kompletten Trash raus, hab Mythic gemacht, den kompletten Trash, bin raus, hab dann 20 Minuten oder so LFR reingequeued und da immer wieder den Trash gemacht und bin wieder zurück und hab wieder HC, Mythic, LFR, 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 da kann man ja sich einzelne Teile reinqueuen, da kann man quasi für ein Reset automatisch sorgen und das war ein ziemlich stupider Grind. Jetzt fehlt mir nur noch Mythic und ihr seht schon, ich habe hier einen Timer mir gesetzt, wann ich letztes Mal oder das letzte Mal rausgegangen bin und in einer halben Stunde kann ich quasi wieder rein und diese Handschuhe weiter grinden. Die sind halt leider seelengebunden und die mussten sich selber grinden. Der Trash droppt halt extrem schlecht. Teilweise haust du 100 Mobs um und kriegst zwei graue Items, ne? Und dementsprechend zieht sich das leider so ein bisschen, das zu farmen. Hier bin ich aber auf jeden Fall dran und die Woche versuche ich auf jeden Fall, die Handschuhe noch zu kriegen und im Optimalfall noch den Might Hammer. Ich habe letzte Woche mit allen Chars, die ich habe, die den looten können, und das waren wahrscheinlich so 50, 60 Chars rum, im LFR die Might umgehauen. Teilweise mit den letzten Gammel-Twings, also ich habe sehr, sehr viele Tries mittlerweile auf die Might drauf. Leider ist es bis jetzt nicht gedroppt, aber da bleiben wir auf jeden Fall auch dran. So, was hat sich dann hier in BFA getan? In Uldir habe ich den Dolch vom zweiten Boss, beziehungsweise von Zul, da kann der ja auch droppen, habe ich bekommen, hat mir einer aus der Community getradet. Hier nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Jetzt fehlt mir nur noch von Gahun die Faustwaffe, dann sind wir tatsächlich im HC hier auch fertig. Und das andere, wo wir noch was im HC oder NHC gefehlt haben, ist der ewige Palast. Und da sieht es leider noch genauso aus wie vorher. Ich war zwar wieder mit X-Chars drin, mit allen drei Rogues, die ich habe, aber naja, es droppt halt einfach mies. Vielleicht kriegen wir es hier die Woche. Ich bleibe auf jeden Fall auch hier dran. Dann war ich letzte Woche das erste Mal mit den Twinks auch in Nyalotha drin. Da haben wir auch ein paar Items gut gemacht. Und zwar habe ich jetzt, wenn wir jetzt gucken unter Vorlagen, Sets auch das Nyalotha NHC-Set komplett voll. Das hatte ich ja davor nicht. Mir fehlt jetzt nur noch das Mythic-Set, da fehlt mir noch eine Schulter. Aber NHC-Set haben wir jetzt auch voll. Und wir haben die ein oder andere Waffe hier auch noch bekommen. Also da konnten wir ein bisschen was gut machen. Und vor allem auch für die Quest in Nyalotha, wo man
viermal die jeweiligen Viertel-Endbosse umhauen muss. Dementsprechend habe ich da jetzt mit dem Rogue schon mal einen Haken drin. Drei weitere Wochen, also die und noch 2 Wochen, muss ich es dann noch machen. Dann habe ich die Quest auch weg. Da werden wir uns aber später das bei den Quests dann noch angucken, was sich da getan hat. Genau, also hier im NHC ist das ein oder andere raus. Und auch im HC habe ich ein, zwei Items gekriegt. Aber ja. Das ist halt ein bisschen eine zähe Angelegenheit. Hier im HC fehlen noch 7 Items und im Normal fehlen noch 8 Items. Mütig war ich jetzt nicht, mache ich ja bewusst im Moment noch nicht, weil ich erstmal in NHC und HC alle Sachen farmen will und dann kann man mütig immer noch gucken. Ist mit den Leuten immer ein bisschen schwierig, das random zu machen. Genau, das ist soweit die Geschichte, die wir die Woche rausgezogen haben. Wie gesagt, es sind eigentlich 11 Items, aber da eins dazugekommen ist, sind wir jetzt bei auf 10 runter, aber es war teilweise ein Haufen Farmarbeit mit drin gesteckt. So, dann schauen wir bei den Quests rein und da hat sich nämlich ein bisschen mehr getan tatsächlich als bei den Transmog-Items. Und wenn wir jetzt hier gucken, gibt es seit dem Update, jetzt müssen wir mal einmal debuggen, seit dem Update gibt es ein neues Kästchen und zwar nennt sich das Breadcrumb. Man kann nämlich jetzt die Breadcrumb-Quests, also wer nicht weiß, was Breadcrumb-Quests sind, das sind einfach Quests, die dich wo dir einfach ein NPC sagt, geh mal zu dem anderen NPC und du kriegst dann eine Quest, wo du dann, wo es dann weitergeht in der Story. Wenn du aber vorher alleine schon zu dem anderen NPC gegangen bist, kriegst du diese Breadcrumb-Quest nicht. Also sie ist dann nicht mehr verfügbar. Also das ist einfach nur eine Hinschick-Quest quasi, so wie ich gern zu sage. Und die kannst du halt jetzt extra rausfiltern. Ich habe die jetzt mal eingehakt und ihr seht, mir fehlen jetzt nur noch 45 Quests im Account-Modus, also mit allen Chars, ne? Und davor waren es noch 69 bzw. 99,37%. Jetzt sind wir bei 45, was 99,57% entspricht. Heißt, da ist einiges rausgegangen. Liegt daran, weil hier auch viele Sachen fälschlich drin waren. Unter anderem waren ja in Uldir so eine Questreihe mit drin, wo man das Mount kriegt. Das habe ich, das Mount. Ich habe die Questreihe auch gemacht. Das hat ein bisschen was gebuggt. Jetzt seit dem Shadowlands Pre-Patch Release waren auch einige Sachen hier durcheinander gewirbelt. Das haben sie anscheinend alles gefixt, wo ich sehr glücklich mit bin, tatsächlich. Und jetzt sind wirklich nur noch die Sachen drin, die ich auch brauche, was mir auch ein bisschen eine bessere Übersicht gibt. Was ich jetzt noch hier drin habe, ist Nyalotha einmal im NHC und im HC die Quest. Hier, wie gesagt, mit dem Schurken war ich jetzt das erste Mal letzte Woche drin, habe also eins von vier schon mal abgehakt und muss jetzt halt dann noch die nächsten Wochen das fertig machen. Genau. Es sind übrigens die Quests raus, die ich hatte in Tos. In Tomb of Sargeras, Tos ist Tomb of Sargeras, in, wie heißt es, Antorus und ich glaube in Blackrock Foundry, die sind irgendwie raus. Die kamen nämlich eh mit dem Pre-Patch irgendwie rein, davor waren die nicht drin, dann dachte ich mir, okay, muss ich die anscheinend doch machen, hab die angefangen, hab jetzt überall 2 von 4 und jetzt sind sie doch wieder raus, das muss ich sie doch nicht machen, keine Ahnung, Vogelwild, ich sag's euch. Gut. Hier unten, das ist Festtage, das kann ich ja im Moment nicht machen, weil da braucht man ein Skarabäus-Event, Mondfest, Winterhauch-Ding. Und bei den Ereignissen ist das Pre-Event drin, ne? Also das kann ich auch erst mal, wenn das Pre-Event ist. Also diese Sachen fliegen schon mal raus. Im Endeffekt sind es im Moment nur 11 Quests, die ich noch machen kann. Dann habe ich auf dem Account-Modus tatsächlich alle, sogar mit Breadcrumb-Quests, ne? Die sind angehakt. Und welche Sachen das jetzt noch sind, ist zum einen mal auf der verheerten Insel eine Breadcrumb-Quest, Insel hüpfen. Da muss ich ein Gebiet mit einem Twink komplett durchspielen. Und wenn ich es durchgespielt habe, kann ich dann quasi ein zweites Gebiet anfangen, ne? Und ich kriege nur diese Quest, wenn ich nur ein Gebiet auswähle und dieses komplett bis zum Ende durchmache. Also heißt auch bis zur Instanz-Quest. Und das muss ich mit einem Char machen, am besten mit irgendeinem Low-Level-Twink. Und ja, dann kriege ich diese Breadcrumb-Quest hoffentlich. Da bin ich dran. Ich habe auch mit meinen Low-Level-Chars, die ich durch Exile Reach schon gelevelt habe, einige andere Breadcrumb-Quests über die Woche hinweg geholt. Und mit dem habe ich jetzt angefangen, Asuna zu questen. Ich glaube, 2 von 5 Geschichtssträngen habe ich schon. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Ich habe übrigens mit diesen Low-Twinks, die jetzt beide, glaube ich, 28 sind vom Level her, habe ich unter anderem diese ganzen Heldenaufruf-Sachen geholt. Also ihr seht, die sind hier nicht mehr drin. Ich habe das im Schattenmontal fertig bekommen. Ich habe die Geschichte in Talador fertig bekommen und oder so ein Zeug, ne? Also da haben wir einiges gemacht und dementsprechend die Chars nebenbei ein bisschen gelevelt. Ich denke mal, ich werde die Chars jetzt auf 50 leveln, wenn ich die restlichen Sachen, die ich jetzt hier noch offen habe, abschließe. Genau. Das andere, was wir dann noch brauchen, ist hier östliche Königreiche.
Und zwar ist es einfach bei Chromium, muss ich einmal Nordend und einmal die Scherbenwelt auswählen als Stützpunkt. Und dann müsste ich eine Quest kriegen, die mich dahin führt. Ich denke mal, die müsste ich relativ einfach mit diesen Lowcharts bekommen können. Also das dürfte eigentlich kein Stress sein, hoffe ich zumindest. Und das andere, was es noch ist, ist hier die Seer-Quest-Reihe, die ich ja mit Main machen wollte, weil wenn wir jetzt hier mal den Account-Modus ausmachen und mal nur bei Quests reingehen, dann fehlt mir da ja noch ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir mal, genau, diese komplette Seer-Reihe auf Main fehlt mir noch und die würde ich ganz gern machen. Ich habe zwar bei den Aldor alles gequestet, aber damals nicht bei den Seern. Und ja, jetzt muss ich quasi wieder auf die Seher zurückbasteln. Hatte ich in einem anderen Video schon mal ausführlich erzählt. Das habe ich tatsächlich gemacht. Also die Seher, seht ihr, habe ich jetzt auf Ehrfürchtig. Jetzt muss ich einfach nur noch diese 18 Quests durchquesten mit Main, was eigentlich nicht der große Stress sein sollte. Und dann habe ich das sowohl bei dem Modus, ne, mit nur mit dem Char hier weg, als auch im Account-Wide-Modus. Ich glaube, ich werde auch den Char-Modus hiermit beerdigen. Hat folgenden Hintergrund, wenn wir jetzt den Char-Modus einmal angucken. Sind dieselbigen Sachen auch drin, heißt Festtage und Ereignisse, ne, was den Größteil ausmacht. Dann das Dungeon-Zeug ist auch drin, ist genauso wie beim Account-weiten Modus. Ich habe dann halt jetzt hier noch zwei Sachen drin, diese zwei Geschichten, wo man aus einer Emissary was rausbekommen muss in Legion. Das habe ich ja mit dem Twink bekommen, mit dem Main halt noch nicht. Und was aber jetzt hier noch extra drin ist, ist quasi die Startquest in Sturmwind nach Exile's Reach. Und auch die kannst du leider nicht partysinken. Ich habe es probiert. Solange der Char, der von Exile's Reach kommt, in dieser Questreihe ist, wird er als irgendwie in einem speziellen Szenario gewertet und du kannst es nicht partysinken. Also das müssten sie halt rausnehmen. Und da sonst alle Sachen die gleichen sind wie auf dem Account-Modus, werde ich jetzt, glaube ich, beim Account-Modus bleiben. Breadcrumb-Quest habe ich jetzt beim Char-Modus nicht angemacht, weil das auch Sachen sind, die ich da nicht mehr kriegen kann. Ne? Das waren ja Heldenaufruf-Sachen, die man nur mit einem bestimmten Level machen konnte. Deswegen waren die bei den Char-Modus eigentlich immer schon rausgefiltert. Deswegen bleiben wir jetzt auch für meine Videoserie immer beim Account-Modus und schauen uns nur noch den an und nicht mehr beide Modi, weil es eigentlich irrelevant mittlerweile geworden ist. Genau. Heißt 44 Quests. Hier, halt, irgendwie hat er das jetzt nicht genommen. 11 davon kann ich aktuell überhaupt machen. Die werden wir jetzt wahrscheinlich, oder ich denke mal, bis nächste Woche werde ich die alle wegkriegen. Und dann haben wir nur noch die Geschichten, beziehungsweise, ja gut, das Mythic-Ding werde ich nicht wegkriegen, aber die Außenbereiche zumindest. Dann haben wir nur noch die Geschichten, die auf irgendwelche Ereignisse abzielen. Und dann werde ich, denke ich mal, alles zusammennehmen. Also sprich Transmog-Achievements und was es alles hier drin ist, plus Quests. Dann ist es nämlich relativ übersichtlich. Und vielleicht nehme ich dann die Unobtainables hier in dem Fenster die Season-Sachen raus und mache die dann halt immer nur dann, wenn sie ab sind, dass wir so ein bisschen eine bessere Übersicht haben, wann können wir denn auch wirklich was machen, ne? Was gerade nicht auf irgendein Event abzielt. Gut, okay, das war es eigentlich so mit der kleinen Übersicht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, ich werde wieder fleißig die nächste Woche sein und ich hoffe, dann kann ich euch wieder zeigen, was wir nicht alles Tolles abgeschlossen haben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Euchela, bis zum nächsten Mal. Ciao.